Besten Dank. Wieso willst du mit mir kommen? Jaffa gehe auf gefährliche große Reise für Khan. Starker Mensch passe auf Jaffa und Jaffa-Sammler Auri Kunki auf Reise. Warum sollte ich das tun? Jaffa kann bringe Dingi für Homie. Du kannst Dinge für mich besorgen? Wie meinst du das? Dingi ein anderer verlieren, Jaffa findet und bringe dir. So einen kleinen Sammler habe ich mir schon immer gewünscht. Allerdings habe ich eigene Aufgaben und kann dich nicht begleiten. Mensch, nicht gehe mit Jaffa, Jaffa gehe mit Mensch. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Was? Wo kann ich das Holz finden? Dingi Marubordo. Holz treibe zu Strand von kaputte Boot. Du Luki Luki. Alles klar. Und woher bekomme ich die Liane? Dingi Tala hänge hoch im Dschungel an Bäume. Tutaki, nehme auf. Gno Kasakawa. Gnome lebe in Höhle. Höhle im Dschungel. Gut, mach ich. Und wieder, vor allem ist es schon die zweite Fremdsprache Gnomisch, die hier eingeführt wurde. Das ist fantastisch. Die Worte finden sich so gut ein, auch in seinem gebrochenen, in seiner gebrochenen Menschensprache. Es ist, ich liebe es. Wo kriege ich denn die Hemden her? Rede mit anderen Gnome, sammle alle Dinge und tausche, aber auch Hemden. Gno Kasakawa, Gnome lebe in Höhle, Höhle im Dschungel. Okay, danke für den Hinweis. Da haben wir die erste Liane schon mal zusammen. Aber ich muss endlich irgendwo pennen gehen. Das Wetter ist ja so anstrengend. Bitte. Hab bitte ein Bett. Und leg dich da jetzt nicht rein. Warum hast du kein Bett? Jaffa, tu mir das nicht an. Und willkommen zurück, Oldcoin. Schön, dass du wieder da bist. Mann, Jaffa, warum hast du kein Bett? Ich will hingehen. Achso, das. Ja, gut, so ist auch okay. Gott sei Dank. Mit was für massiven Geräusch die Truthähne eigentlich umfallen? Wie viel wiegen die? Was hat das Fleisch von den Viechern für eine Dichte? Klingt das so, als würde ich eine Kanonenkugel fallen lassen, weil die umfallen. Ich glaube, hier ist Jaffa nicht mehr so lange sicher. Ja, ich darf mich natürlich nicht. Ja, dann halt mit dem Schwert. Wenn die Kanone nichts bringt, muss man halt das Messer nehmen. Nochmal ein paar knackige Pokepilze gebissen. Bananen machen scheinbar dieselben Geräusche. Ich habe gerade echt keine Lust auf diese Krabben, muss ich sagen. Dass man die nicht sofort umkloppen kann, ist schon ein bisschen anstrengend. Aber wenigstens kriege ich bei Termiten hier ordentlich Ruhm zusammen. Da kann ich sogar einmal komplett. Ja, Gerissenheit. Ich brauche auf jeden Fall Gerissenheit. Viel mehr Gerissenheit. Hallo Gnome. Hack du? Wunderschöne Sprache. Noch eine Liane. Danke. Bist du schon Khan? Ja, Tatsache. Ich raub dich erstmal aus. Bauplan für was eigentlich? Müsste ich gleich mal nachschauen, falls ich das überhaupt momentan nachsehen kann. Hier stehen Geschichten über Gnome, die sich auf die große Reise machten, um einen besonderen Gegenstand zu finden. Leider ist das meiste in der Gnomensprache geschrieben.
Gut. Na, meine Erfahrung. Ich glaube, das ist das schwerste Schloss, was dieses Spiel zu bieten hat. Wahnsinn. Noch einmal ein paar Bauteile, hä? Ja gut, reden wir mit Khan. Melova Kompo, ein Mensch verirrt sich auf unsere Insel. Was tust du hier, so weit weg von deinem Stamm? Oh Gott. Odo spricht einen Norm. Man hat mich hier ausgesetzt. Oh, dann bist du ein Verbrecher, ein Dieb? Das musst du, kleiner Langfinger, gerade sagen. Ach ja, ich verstehe schon. Du bist wohl nicht so gut zu sprechen auf unser Volk. Du bist ganz allein hierher gekommen, ja? Nein. Meine Leute sind schon unterwegs hierher. Oh je. Dann wird es aber eng auf der kleinen Insel. Was kann ich für dich tun, Fremder? So gut bin ich auch nicht. Schade eigentlich. Für einen Gnom sprichst du meine Sprache ziemlich gut. Das ist nur logisch. Ich bin schon sehr alt und musste eure Sprache auf meinen vielen Reisen lernen, um zu überleben. Ihr seid die am weitesten verbreitete Spezies auf dieser Welt. Genauso verhält es sich mit eurer Sprache. Ihr lebt ziemlich abgeschottet hier draußen. Das hat auch seine Nachteile. Ja? Was denn? Also, wenn schon, dann heißt es, welche denn, nicht was denn. Ja, richtig. Welche denn? Ihr Menschen seid stark und säubert eure Reiche von Monstern und gefährlichen Tieren. Wir Gnome können uns zwar wehren, jedoch haben unsere Kräfte Grenzen. So haben wir noch keinen Weg gefunden, uns gegen das fürchterliche Monster aus dem Norden zu verteidigen. Wegen dem Monster? Das heißt, wegen des Monsters. Klugscheißer. Plesoshona. Ja, schon gut. Also erzähl mir mehr über dein Monster. Der Granne Gozzo schleicht sich nachts in unsere Höhlen und verschleppt einen Gnomen nach dem anderen, um ihn zu verspeisen. Ich habe an ihn in den letzten Wochen schon 3 Untertanen verloren. Wenn ich mich ihm nicht stelle, werden wir bald alle in seinem Magen enden. Untertanen? Ich wusste gar nicht, also ich habe gar nicht in Erinnerung, dass es so diktatorisch ist. Ich will diese Insel so schnell wie möglich wieder verlassen. Die nächste Insel von hier aus gesehen ist Takarigua, Fremder. Man könnte es mit einem Gefährt mühelos erreichen. Sogar mit einem Floß. Zufall, dass wir ein Floß bauen. Jaffa will mit mir diese Insel auf einem selbstgebauten Floß verlassen. Oh ja, Jaffa versteht sein Handwerk sehr gut und ist eine treue Seele, wenn er sich einmal für einen Meister entschieden hat. Deine Wahl war sehr weise, Fremder. Du willst, dass ich sein Meister werde? Du brauchst Hilfe und er braucht einen Travomatar. Ohne Führer und Ausbilder fürchte ich, wird mein Piwi nicht weit kommen. Ich bin zu alt und kann ihn nicht mehr begleiten. Das ist ein Witz, oder? Nein, nicht wirklich. Außerdem hast du jetzt gar keine Wahl mehr. Du hast das Amt seines Travomatar in dem Moment übernommen, als du seine Hilfe angenommen hast. Großartig! Aber ich muss dich warnen, Fremder. Er hat für einen Gnom seines Alters noch viele Flausen im Kopf. Na, das kann ja heiter werden. Ja, Jafars schon lieber. Was muss ich tun als Jafars Matar? Lehre ihn deine Sprache, schütze sein Leben und führe ihn zu seinem Auri Kulki. Wenn der Tag gekommen ist, da er es gefunden hat, ehre seinen Erfolg und erteile ihm seinen Rang. Welchen Rang soll ich Jafar verleihen?
Wenn er das Aurikulki erlangt hat und seinem Meister zeigt, ist er kein Pewi mehr. Er kann dann selbst zum Matar ernannt werden und andere Gnome ausbilden. Jaffa loben und zum Matar ernennen. Okay, alles klar. Was passiert eigentlich, wenn er sein Aurikulki gefunden hat? Jaffa wird irgendwann zu uns zurückkommen und uns sein Aurikulki zeigen. Dann gibt's ein riesiges, rauschendes Fest. Ja, Jaffa darf seine Grabstätte einrichten. Ah ja, ihr Gnome wisst, wie man feiert. Was wird Jaffas Aurikulki sein? Das weiß nicht einmal er selbst. Doch er wird es erkennen, wenn er es sieht. Muss es aus Gold sein? Nicht zwingend, aber von unschätzbarem Wert. Schließlich muss er es den anderen Gnomen zeigen und sie damit beeindrucken. Nur so erlangt er Ehre. Ist es nicht gut genug, kommt er nach seinem Tod nicht in die nächste Welt. Verstehst du? Nicht so ganz. Das macht nichts. Wenn die Zeit kommt, wirst du es verstehen. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Denke immer daran. Du trägst ab jetzt die Verantwortung für Jaffa. Wenn er seine Mission nicht erfüllt, hast du als sein Matar versagt. Toll! Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich glaube, es würde mich nicht stören, aber ich will natürlich nicht, dass Jaffa stirbt. Vor allem habe ich den Panther schon vor seiner Tür verjagt. Ich glaube, das ist schon ein großer Dienst an ihm gewesen. Wo finde ich dieses Monster? Er haust unweit meiner Höhle in einem Tal. Verlasse mein Heim und geh ein kleines Stück Richtung Süden. Dann halte dich links und folge einfach dem Weg Richtung Osten. Ich fürchte, mein Geruchssinn ist nicht der beste. Ja, das wird mir nichts bringen. Nichts bringen? Du meinst wohl nichts nützen? Ja, danke. Ich wüsste so gern, was Bodos erste Reaktion darauf gewesen sein muss, dass er auf einmal so sprechen soll. Nach so vielen Jahren des allmächtigen Hochmagier Xardas und dem in Anführungszeichen weisen Elrix einfach das. Würde ich auch mich fragen, ob er richtig im Tonstudio so eine bucklige Haltung angenommen hat, um das besser, die Stimme besser transportieren zu können, sage ich mal, wenn man sich in die Rolle so ein bisschen einfindet. Weißt du was? Ich werde euren Gnomfresser erledigen. Du Murksa, gut so? Sicher. Wer denn sonst? Ich will nicht, dass du dich für dein Volk opfern musst. Nefraida Gotso Murkso tu. Haturomi. Ja, ja, keine Sorge, ich mach das schon. Wie verhindere ich eigentlich, dass Jafar mich oder meine eigenen Leute beklaut? Das Sammeln von wertvollen Gegenständen liegt in unserer Natur. Einem Gnome zu verbieten, Schätze zu sammeln, ist so, als ob man ihm verbieten würde zu atmen. Am besten lässt du nichts Wertvolles unbeabsichtigt herumliegen. Klingt nach Ärger. Wie ich ihn einschätze, hat er dabei seine Freude. Boah, ich weiß nicht. Ich meine, Kurga und Jorgensen hatten ja ein Interview mal mit ihm in ihrem Podcast. Und ich kann mich nur noch dunkel an das Interview erinnern, aber irgendwie hat er trotzdem... Wie soll ich sagen? Irgendwie hat er einen sehr verspannten Eindruck auf mich gemacht. Obwohl er auch lustig war dabei. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben wollte, aber es ist auch nur aus einer ganz dunklen Erinnerung heraus. Ich kann es nicht sagen. Kannst du mir mehr über eure Kultur erzählen? Das steht alles in meinen Aufzeichnungen in meiner Höhle. Wenn du willst, kannst du sie studieren. Ja gut, ausrauben werde ich den, denke ich, hier nicht mehr können, solange ich auf der Insel bin und ich gerade mal Gerissenheit 7 habe. Hä? Höchstens mit Tränken, aber die will ich nicht benutzen. Nein, nein. Wen finde ich denn hier alles noch? PW und Bodo sind ein eigenes Ding. Meinst du? Also ich... Da weiß ich wirklich nicht, ob das... Vielleicht macht er halt auch einfach nur seinen Job und ihm ist das alles scheißegal. Er sagt ja zum Beispiel auch, es geht ihm auf den Sack, nur mit Xardas assoziiert zu werden. Wenn irgendwelche Fans kommen und sagen, hey, du bist doch Xardas.
Mann, war ich jetzt hier schon drin? Nee. Komm. Ich darf mich wahrscheinlich wieder nur reinrollen. Genau. Ja, das Stein. So enttäuschendes Loot. Nuri. Hatu, Homie. Me, Nuri. Hallo, Nuri. Wie sieht's aus? Tugipi, Nuri, Dingini. Dagoballa. Please, please. Das Odyssey-Mod-Team hat ewig mit Bodo kämpfen müssen, um ihn in einen kurzen Dialog einsprechen zu lassen, trotz gespendeter Bezahlung. Hä? Also, ich weiß nicht, wann die das gemacht haben. Im Interview weiß ich noch ganz genau, dass er gesagt hat, dass er sowas gerne macht, gegen, weil er professionell ist, gegen entsprechende Bezahlung, aber an sich damit kein Problem hat. Hat das vielleicht mit was anderem zu tun gehabt? Weil er meinte auch, er hat mal für irgendwie eine Mailbox eingesprochen oder so, gegen 50 Euro oder so. Ich habe das Gefühl, das hat dann vielleicht andere Gründe. Vielleicht haben sie blöd mit ihm kommuniziert? Ich weiß es nicht. Weil Strafkolonie Online und ich glaube auch Jagdkinder Online, die haben doch alle mit Bodo zusammengearbeitet. Die sind, also der spricht ja alle diese Trailer von den Projekten. Nicht so schnell, sonst verstehe ich nur die Hälfte, Kleiner. Na? Okay, du verstehst nicht. Versuchen wir das. Meluki Luki Dingi Kumpo Nuri Tugipi Dingi Homi. Blimo Blimo Tini Dingi Kipi Kipi Nuri. Ach so, du suchst auch etwas. Ein kleines Ding, ja? Tini Dingi. Und du willst, dass ich dir dieses Ding bringe, ja? Kipi Taku Palla. Ja, ja. Kipi Kipi. Puh, das wird schwierig. Der hält 5 Minuten auf der Insel, hat erstmal autodidaktisch gnomisch gelernt. Das denke ich nicht. Black Pirate ist eigentlich ganz nett vielleicht, weil es Bodos erste Mod war. Keine Ahnung. Ach so, ist Odyssey schon so alt? Das klang jetzt so, als wäre das erst vor kurzem passiert. Oh, keine Ahnung. Verstehst du nichts von dem, was ich sage? Was? Ich habe die Mod auch noch nie gespielt. Ich werde jetzt die ganzen großen Mods mal irgendwann in den Streams bestimmt nachholen. Älter als die anderen, die du genannt hast. Ja, dann wird das wohl so sein. Vielleicht hat er sich am Anfang noch gesträubt. Willst du tauschen, Dingi? Ja? Homie, Gipi, Nuri, Dingi? Ja, Gipi, Dingi. Und du gibst mir auch Dingi. Was? Ich liebe die Gespräche mit den Gnomen, die sind fantastisch. Vielleicht, wenn ich langsam spreche? Was? Hallo, kleiner Gnom. Omi Gaga? Was? Ich geb dir gleich Gaga. Omi Gaga? Du bist ein hässlicher grüner Zwerg. Was? Oh, hätte ich mir denken können. Das ist zwecklos. Wenn ich etwas von ihm will, muss ich ihm erst zeigen, was. Zeig mir wenigstens mal deine Sachen. Gipi Dagoballa. Oder auch nicht. Dagoballa. Habe ich schon mal gehört, aber verdammt, was könnte das sein? Schwarze Perle, glaube ich, oder? Klingt nach schwarzer Perle. Vielleicht habe ich da was für dich. Oh, Nuris Miller. Diese schöne Perle. Gibi Balla Famo. Gibi Daco Daco. Also, das gefällt dir. Aber es ist dir noch nicht Daco genug, ja? Sag ich ja. So, hier war doch noch einer. Wo ist der andere? Schelm. Ist er noch gegangen? Oh, Nuri geht jetzt auch. Okay. Na, ja, noch eine Liane. Besten Dank. Das ist doch jetzt schon wieder Kahns Hütte, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Noch eine Liane, das passt ja alles wunderbar. Menschen? Gnom? Menschen gehen zu anderen Gnome. Ulvi muss warten. Ist einsam. Muloblemo. Graneblemo. Du wartest auf deinen Freund? Jip, jip. Ulvi warte auf Kalib. Viele ganze Stunden. Kannst du ein paar Sachen mit mir tauschen?
Ulvi viele Sache, aber er muss warten. Erzähl mir von Kalil. Kalil, Ulvis Freund. Mache alles zusammen, aber Kalil laufe zu gefährlichen Orten, ohne Denken. Was ist denn passiert? Gehe zu Strand. Kalil, nicht gekommen zurück. Ulvi, jetzt alleine. Verstehe. Du glaubst, Kalil ist was passiert, ja? Memulosada. Ich werde mal nach Kalil sehen. Menschen helfe Ulvi, dann Ulvi helfe Menschen. Ja, können wir so machen. Noch eine Flugpuppe. Oh Gott, was macht ein Gnom mit einer Flugpuppe? Was finden wir denn hier? Ein Kapermesser, das ist ja schon wieder alles richtig interessant. Ach Mann. Warum muss denn diese gruselige Musik in den Gnomhütten anfangen? Was treiben die da? Ah, hier ist, glaube ich, hier wurde uns doch gesagt, dass wir hier jemanden killen sollen, ja? Ja, guck mal. Was ist denn das? Ja, fast. Hauptsache, ich habe an dem Riesending vorhin vorbeigeworfen. Und da auch. Ach, komm. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Hit von dem erlauben kann. Wo ist meine Waffe? Hat er die mir aus der Hand geschlagen? Ist ja blöd. Ja, geht vom Schaden. Ich hätte trotzdem gerne Crits. Was ist das denn? Scheiße. Ich krieg mein eigenes Messer gleich in die Fresse. Ich sehe schon kommen. Gut, alte Wirbelmesser. Ja, komm her. Kann das Messer nicht wenigstens dauerhaft Schaden machen, wenn das schon so da rumwirbelt? Das passiert ja mit jedem. Das ist ja großartig. Ja, nee. Stopp. Ich glaube, da muss ich mich mal kurz ein bisschen rumrollen. Oh, war fast tot. Warum bin ich so dumm? Oh, was tue ich denn? Oh, das schöne Wirbelmesser. So ein Mist, ich brauch rum. Immer diese scheiß Blutregeneration. So knapp, ja. So unnötig schon wieder. Trank der Klinge. Ach komm, Quatsch, benutze ich gar nicht. Aber hier gibt's doch permanente Sachen. Ja, jawohl. Guck mal. Das ziehe ich mir mal alles rein. Entsprechende Tränke gibt es ja nicht.
Wie viel hat mir das dazu gebracht? Gerade hier? Ja, 4. Permanente Tränke? Warum stehen denn die Pflanzen unter permanente Tränke? Ich weiß nicht von permanenten Tränken. Ja, toll. Ich habe den Max gemacht und Kronstöcke gefressen scheinbar. So ein Scheiß. Ein Speer. Wer versucht denn, dieses Vieh mit einem Speer zu erlegen? Also ich, aber das respawnt ja auch in meiner Hand. Ah. Permanente Tränke. Seit Stunden beschwere ich mich, wofür sammle ich eigentlich die ganzen Pflanzen? Ich hätte einfach wahrscheinlich plus 10 Tränke draus brauen können oder so. Habe ich hier noch irgendwas? Ich glaube nämlich fast, wie viel Schaden macht das? 50 und die? Ja, 80, ja, viel besser. Ja, komm, ich pack den Dolch trotzdem mal hier. Und den Proviant mal auf die 6. Ich treffe ihn auf die 0, das brauche ich im Kampf nicht. Ich fühle mich so dumm gerade. Ich habe doch vorhin irgendeinen Bauplan aufgehoben, oder? Hier. Flankenbrecher. 45 bis 70 Hiebwaffenschaden. Kann ich sogar schmieden, oh mein Gott. Die haben hoffentlich eine Schmiede. Aber hey, ich habe meinen Degen wieder. Das hat das Vieh mir aus der Hand geschmissen. Okay. Was war denn das? Machst du vielleicht Schaden? Was ist das für eine Hitbox? Das macht nicht mehr Schaden, oder? Weil es trifft mich. Habe ich auch aber früh mitgekriegt. Autsch. Ach, diesmal funktioniert es irgendwie besser. Das ist doch so ein Drecksmotivationsmechanismus vom Spiel, damit ich nicht aufhöre zu spielen oder schlechte Bewertungen abgebe oder so. Ich noch mal einen Schuss mit der Pistole. War jetzt alles daneben? Ach schade, ich dachte, du hast dich festgebackt. Geh weg! Ja, da gibt's doch gleich wieder was mit der Pistole. Oder auch nicht. Ach komm. Spann dich mal ein bisschen mit deinen Hits hier. Am besten, ich werde jetzt wieder richtig übermütig und baue jetzt nochmal richtig Mist. Dankeschön. Geht das Messer wenigstens weg oder so?
GG, dankeschön, Oldcoin. Zwei Zähne und zwei Rohrfische. Okay. Danke für das ausgefallene Loot. War ja auch nicht schwer, der Gegner oder so.